Meine erste 180, die ich mit der Cam aufgenommen habe, und meine achte im gesamten Jahr 2020, also schon eine 180 mehr als im gesamten Jahr 2019, kann er nicht ganz zufrieden sein. Hier kann man sehen, dass ich hinter der Markierung stand und man das im Spiegel sieht. Der Pfeil, der deutet da drauf. Jetzt habe ich die Kamera leider abnehmen müssen und dabei auch das Kabel entfernen müssen. Und damit habe ich die Aufnahme kurzzeitig unterbrochen, weil ich das im Fahrmodus aufzeichnen ließ. Das bedeutet, dass ich es immer jedes Mal, wenn ich den Strom einschalte, dass die Kamera automatisch anfängt zu laufen. Ich habe auch versucht, das mit der Stirnkamera aufzunehmen, aber das stört mich mittlerweile noch so sehr, dass ich jetzt ab heute wieder angefangen habe, das stationär aufzunehmen. Ja, hier trage ich das dann ein in meinen Kalender für März, die zweite 180. Ja, und danach zeige ich dann noch die Wiegeergebnisse. Dabei habe ich dann festgestellt, dass, wie gesagt, der Dart so gut ist, dass er nur um 0,02 Gramm abweicht, der schwerste zum leichtesten. Also die sind sehr präzise ausgewogen und die waren von Haus aus auch schon so. Also dass der Fusion 1 von Red Dragon ist wirklich ein hervorragender Pfeil, mit dem habe ich auch schon einige 180er geworfen. Ist auch ein bisschen teurer, ist 90% Tungsten-Dart und kostet um die 32,50 €. Ein sehr schöner Dart. Ich kann ihn nur sehr empfehlen. Super Dart. Und wie gesagt, man sieht, dass die Abweichungen nur 0,02 sind. Das ist schon enorm.